Hallo Freunde, Pumping Erchan. Pumping Sophia Thiel. Hallo Freunde, Pumping Erchan. Ihr wollt ja von uns wieder Trainingsvideos haben. Heute werden wir eins für euch abdrehen. Sophia trainiert Beine und ich führe sie durch diverse Übungen, was für sie gut ist für die Zukunft. Und Sophia führt alles vor. Erste Übung, Kniebeugen, eine andere Beinstellung für die Sophia, damit die Beine ein bisschen voluminöser noch werden. Genau, wir haben schon zwei Aufwärmsätze gemacht. Heute ist es so heiß, ich schwitze jetzt schon wie Sau. Okay, erster Satz. So, gell? Genau. Wir haben 50 Kilo drauf. Breite Stand, Fußspitzen nach außen. Genau. Jawohl. Was Sophia auch jetzt macht am Schluss, sie geht nicht ganz so hoch, lässt die Beine immer unter Spannung und oben sehr schnell wieder nach unten. Also die Beine haben null Entlastung, die sind immer unter Belastung. Freunde, Hilfestellung sehr wichtig. Sophia hätte vor 5 Wiederholungen schon aufgehört. Wobei diese Hilfestellung ist nicht so, dass ich die Sophia hochreiße. Es ist vielleicht 10% mehr, nicht 90% bewegt sie selber. Also seid, wenn ihr zusammen trainiert, füreinander da, das ist sehr wichtig. Jetzt kommt der letzte, vierte Satz. Ich habe immer noch 15 Kilo und wir bewegen es in einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 immer. Und wenn er schon merkt, dass ich schon nicht mehr kann, dann hilft er mir. Und bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt gehe ich mit, jetzt machen wir noch langsamer. 1, super, das war gut. Langsam kontrolliert. Kontrolle und push hoch. Komm. Geht, komm. Noch eins. Noch eins, noch eins. Okay. Okay. Jetzt geht's weiter mit Beinpresse, oder? Beinpresse. Jawohl. 1. 2, 3, 4, 5, komm Sophia, geht, 2 noch mindestens, 2, das war die erste, noch eins, komm, kämpfen jetzt, kämpfen. Und zack, genauso. Es ist sehr wichtig, ich liebe kontrollierte Training. Nicht fallen lassen, nicht hochschießen, sondern alles konzentriert, kontrolliert bewegen. Und letzten Satz werden wir Reduktionssatz machen, bis die Sophia richtig am Ende ist. Okay, komm. Eins. Zwei. Schaut euch diese Wiederholungen an, Freunde, wie langsam sie runtergeht. Jawohl, komm, kontrolliert. Komm, Sophia. Jetzt holen wir das Beste raus. Beste, zack, komm. Jawohl. Noch eins zusammen. Okay, halt sie kurz an. Und jetzt machst du. Kilo weniger, Freunde, und sie macht weiter, bis nicht mehr geht, haben wir gesagt. Komm, komm, es geht noch. Bis nicht mehr geht. Zwei noch, es geht langsamer, langsamer, langsamer. Komm, und push. Eins noch. Eins noch, Sophia. Eins, letzte Wiederholung. Mehr gehen's. Komm, hopp. Okay, reicht. Bleib sitzen. Was haben wir jetzt? Ausfallschritte, gell? Ausfallschritte. Einbeinige Ausfallschritte. Sie wollte heute mit mir Beine trainieren. Dann trainieren wir Beine, oder? Jetzt hauen wir mal rein. Nur so und sonst nicht anders. Genau. So, Freunde, Ausfallschritte.
ein Bein hochgestellt. Ist viel effektiver. Respekt, wie Sophia das macht. Irgendwie haben die Mädels bessere Koordination, glaube ich. Ich kann zurzeit diese Übung nicht. Jawohl, Sophia, komm. Genau. Komm. Okay. Was ich sagen wollte, was mich auch ganz viele Mädchen gefragt haben, ich merke jetzt bei dieser Übung stark, dass ich links wesentlich schwächer bin als wie rechts. Wie sollte man da am besten vorgehen? Also ich finde, Körper gleicht irgendwann aus. Das ist ja auch am Anfang so, dass man rechte Bizeps mehr hat oder linke Bizeps mehr. Ich würde da überhaupt nicht achten, Freunde. Mir fällt es nicht mehr auf, zum Beispiel, ob meine linke Schulter tiefer ist wie rechte Schulter oder rechte Oberschenkel besser. Wir sind alle Unikate, also auch die Seiten sind Unikate. Nicht einmal die Augen oder Fingerabdrücke sind gleich. Deswegen ignoriert diese Dinge und zieht einfach durch. Wenn du mit rechts oder links nur 5 schaffst, dann ist halt so. Dann kannst du nichts machen. Okay. Irgendwann gleicht sich der Körper, die Steuerung, das wieder aus. So, ich habe jetzt noch 3 Sätze hier. Bei einer Gesäßmaschine oder Gesäßpresse, Kickbacks, wie man sie nennen mag, wo man nach hinten mit einem Bein ausschlägt. Ich bin so richtig im Eimer, weil jetzt kommt mein letzter Satz, den wir euch zeigen. Der Erschon hat mir gerade eben gesagt, wie Bauch und Waden kann man den Hintern besser mit mehr Wiederholungen und Konzentration bombardieren, als wie mit wenig Wiederholung und schwerem Gewicht. Genau. Der Gesäßmuskel ist ja bei jedem Schritt in Aktion, also wird auch sehr häufig bewegt. Deswegen wird er 5, 6 oder 10, 12 Wiederholungen nicht annehmen. Deswegen sollte man eher ein bisschen leichter machen und dann aber mehr Wiederholungszahl, bis man den tiefsten Punkt, den Reiz erzielt. Sophia führt die Übung sehr gut aus. Dankeschön. Sie hält sogar, wenn sie ausgestreckt hat, kurz an, um den Spannung mehr zu halten. Wir können mal zuschauen, wie sie ausführt. Sitzt auch hier in der Ferse an, dann kann ich mich besser auf den Po konzentrieren. Genau. Seht ihr, Leute, obere Po-Bereich und untere, unterhalb der Po, die Beinbizeps wird dabei sehr gut beansprucht. Ich finde die Übung auch für Männer, die auf Wettkämpfe gehen wollen, ideal. So, Freunde, Sophia bei der Po-Übung Nummer 2. Das ist ein altes Gerät, aber es gibt auch mit den neueren Beinbizepsgeräten. Die kann man einstellen, wie man mag. Sophia kämpft gerade. Genau. Wie schwer das ist, sieht man an ihrem Gesichtsausdruck. Komm, Sophia. 2, 3 noch. 1, 2 noch. Komm, dreh auf. 2, noch eins. Genau. Noch einer. Okay, noch einer. Komm. Okay. Genau, die mag ich, die, wo ich sage, 2 noch und die packen noch eins von sich selber drauf. Letzte Übung für mich, Bein-Bizeps-Curls im Liegen. Gibt es ja verschiedene Varianten im Sitzen, im Stehen. Hier haben wir zum Beispiel einen im Stehen und im Liegen. Ich persönlich merke die am allerbesten, wähle am besten die aus, was ihr am besten spürt. Nicht die, was jetzt fix im Plan drin steht, wenn ihr eine andere zur Verfügung habt. Und ich mache die gerne am Schluss, weil wenn ich vorm Po-Übungen den Bein-Bizeps mache, dann komme ich meistens nicht mehr in den Po rein, weil der Bein-Bizeps schon so voll ist und den brauche ich für den Po noch. Genau. Deswegen, was auch sehr wichtig ist bei dir, deine Stärke ist ja Bein-Bizeps. Dann kann man ihn leicht vernachlässigen, obwohl wir ihn nicht vernachlässigen. Und eine Schwachstelle eher dann nach vorne platzieren. Ja, genau. Wichtig ist bei dem Übung volle Radius mitnehmen, also bis ganz runter raus, also ausstrecken und dann bis ganz hoch auch hochziehen. Wie man bei der Sophia sieht, zieht sie bis zum Po hoch. Genau. Auch hier Partnerschaft sehr wichtig. Oh. Geht. Komm, Sophia. Eine Übung, wo man auch gerne helfen kann. Komm. Jawohl. Noch eine, komm. Jawohl. Okay. Super. So, Freunde, nach langer Zeit, erste Trainingsvideo mit der Sophia. Ich habe zwar nicht mittrainiert, weil ich meinen Beintag morgen habe, aber ich habe die Sophia durch alle Übungen mitbegleitet. Das machen wir auch öfter. Ich begleite sie gerne. Und ich trainiere auch am liebsten immer mit dem Erdschein hier in München. Also wenn ihr noch nicht hier gewesen seid und einen Trip nach München plant, dann ist das hier
die erste Anhaltsstelle. Man muss hier gewesen sein, weil hier trainiert man wie sonst nirgendwo. Okay, dann würde ich mal sagen, abonniert unsere Channels. Pumping Sophie T und Pumping Erdschan. Daumen hoch für das Video. Weitere kommen nach.